Herr Kastner, wie wichtig sind Industrieversicherer für einen Milliardenkonzern und Automobilhersteller wie BMW? Ich glaube, dass man gar nicht nach Hersteller und Industriezweig unterscheiden muss. Selbstverständlich sind Industrieversicherer außerordentlich wichtig. Es hat da seit vielen Dekaden eine Partnerschaft gegeben, ohne die bestimmte Entwicklungen gar nicht denkbar werden. Ich glaube, da haben sich auch beide Seiten in technischen Fortschritten durchaus befruchtet. Von daher kann man sich das gar nicht wegdenken. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Ihrer Erfahrung? Ich glaube, in einer heutigen guten Partnerschaft informiert man sich sehr früh. Man ist sehr früh an den Risiken dran. Ja, da gibt es viele Dinge, über die man erst in sehr kleinem Kreise spricht. Aber man muss auch sehr klar feststellen, wo kann uns denn die Industrieversicherung helfen und wo kann sie uns nicht helfen. Es wird ja insgesamt nur ein kleiner Teil der Risiken von der Versicherungswirtschaft abgedeckt. Die wirklich großen existenziellen unternehmerischen Risiken müssen nach wie vor selber getragen werden. Wie verläuft denn das Risikomanagement konkret, wenn Sie das ein bisschen illustrieren wollen? Das fängt sehr viel früher an als Versicherung. Risikomanagement muss eine klare Strategie haben wie eine Unternehmensstrategie. Beides muss zusammengehören. Wo kann ich hingehen? Wie kann ich mich weiterentwickeln hier mit neuen Technologien? Wir hatten die Nanotechnologien nicht so sehr in der Automobilindustrie, aber in anderen Industrien haben sich die Versicherer daran gewöhnt. Wir werden neue Technologien jetzt bekommen. Sie erinnern, als ABS eingeführt worden ist, war das auch eine große Diskussion in der Versicherungswirtschaft. Das gehört heute fast schon in Anführungsstrichen zum alten Eisen. Wir gehen in Highly Automated, Fully Autonomous Driving. Da werden wir sicher noch mal Entwicklungen sehen, die einhergehen mit den rechtlichen Entwicklungen, mit ethischen Entwicklungen, die da zu klären sind. Von daher, glaube ich, wird das weiterhin eine spannende Zusammenarbeit. Zum Schluss die Frage, Herr Kastner, welchen Wunsch oder welche Forderung würden Sie denn gern an die Industrieversicherungswirtschaft adressieren? Offen sein, neue Risiken, die für uns alle entstehen, aus Technologien, offen anzugucken, gemeinsam zu erforschen, gemeinsam Wege zu finden, wie wir das auch in der Vergangenheit immer gut geschafft haben, hier vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Herr Kastner, ich danke für das Gespräch. Gerne.